Ich hätte ja nicht gedacht, dass sie wirklich noch kommt. Aber seit dem 1. August 2023 kann man sie wirklich haben. Die elektronische Vignette für die Schweizer Autobahn und Autostrasse. In diesem Video zeige ich euch, wo und wie ihr sie kaufen könnt. Hallo, ich bin der Tommy von petrolhead.ch. Bisher habe ich jedes Jahr ein neues Video zu der Autobahnvignette gemacht. Ich habe euch gezeigt, wo ihr sie aufkleben müsst und wie ihr sie am besten wechseln könnt. Das ist von jetzt an nicht mehr so unterhaltsam. Klar, es gibt Klebevignetten weiterhin, da müsst ihr keine Angst haben. Sicher noch bis in alle Ewigkeit. Aber ich tue jetzt auf die digitale wechseln. Kaufen Sie sicher noch nicht jetzt, wenn ihr die Vignette 2023 schon habt. Ich mache das nur, weil ich euch den Kaufvorgang zeigen will. Und weil es mich von Anfang an gestört hat, wie Tesla die Vignette da so in die Ecke gequetscht hergeklebt hat. Die war schon dran, als wir uns ein neues Auto sind abholen. Ausgerechnet, alles musst du bei Tesla selber machen, aber das dann nicht. Die elektronische Vignette kaufst du jetzt nicht mehr bei der Post oder bei der Tankstelle, sondern im Internet. Und zwar unter www.e-vignette.ch. So kommt ihr aufs VIA-Portal vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Da seht ihr sie schon, die e-Vignette 2023. Ich klicke also auf Kaufen und komme dann zu dem Formular. Ich wähle meine Fahrzeugkategorie Motorfahrzeug und das Zulassungsland Schweiz. Beim Kontrollschild müsst ihr alles an einem Stück eingeben, also das Kürzel vom Kanton, in meinem Fall BE, und dann gerade anschliessend die Nummern. Kein Leerzeichen, kein Bindestrich, kein Punkt, kein nichts. Zwei Buchstaben und dann Zahlen. Dann müsst ihr die Autonummer gerade nochmal eingeben. Das ist zum Verhindern, dass es einen Flüchtigkeitsfehler gibt. Das Feldchen öffentlich einsehbar könnt ihr leer lassen. Oder anklicken, wenn es für euch in Ordnung ist, dass man mit eurer Nummer kann schauen kann, ob ihr schon eine E-Vignette gekauft habt oder nicht. Ja, und dann könnt ihr eure Angaben nochmal überprüfen und die Vignette dann in den Warenkorb legen. Wenn ihr eine Kaufbestätigung per E-Mail möchtet, gebt hier eure E-Mail-Adresse ein. Das ist aber freiwillig. Dann müsst ihr noch die Datenschutzerklärung akzeptieren und könnt dann weiter zur Kasse. Ja, da kann man mit genug verschiedenen Zahlungsmitteln zahlen. Meine Kreditkartendaten sind gespeichert. Schaut bitte geschwind weg. Kaufen. So, wartet, dass es verarbeitet. Jetzt schickt es mir noch so einen Bestätigungscode per SMS. Gerade mal schauen. Okay, ist gekommen. Eingeben. Die Zahlung wird verifiziert. Und schon haben wir es geschafft. Zahlung erfolgreich. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ja, gern geschehen. So, wie kann ich es jetzt noch ausdrucken? Also mal schauen. Zu den Tickets. An E-Mail senden. Ja, gut möglich, dass es das wird sein. Und dann gebe ich wieder meine E-Mail-Adresse ein. Okay, PDF-Ticket erfolgreich versendet. Ja, da ist gerade das Mail gekommen. Das wäre also geschafft. Daheim tue ich dann den Beleg noch einmal ausdrucken und nehme ihn ins Händchenfach. Und jetzt bleibt nur noch eins, zum letzten Mal die Klebvignette abkratzen. Ich nehme also wie immer meinen ADAC-Vignettenschaber vor. Dann habe ich ein Säckchen für den Abfall und ich habe Klebstreifen dabei. Die klebe ich auf die Vignette, dass sie beim Abnehmen nicht in alle Einzelteile zerbricht. Das wäre es also gewesen. Tschüss und danke fürs Schauen. Euer Tommy von petrolhead.ch. Besucht meinen Blog petrolhead.ch, abonniert meinen Kanal oder klickt hier, um ein anderes Petrolhead-Video anzuschauen. Hat euch das Video gefallen, dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!